Herzlich willkommen zu meinem vierten Grundlagen-Kurzvideo zu Windows 10 Grundkompetenzen. Da geht es jetzt darum, wie kann man eine Webseite in einem Browser aufrufen. Auf der linken Seite habe ich hier den Google Chrome, auf der rechten Seite habe ich den Microsoft Edge. Und wenn ich mir hier oben etwas eingebe und nach etwas suche, zum Beispiel wir lernen, dann gibt mir die Suchmaschine Microsoft Bing, damit arbeitet der Microsoft Edge. Oder hier rüben wäre das dann Google. Der Google Chrome gehört natürlich zu Google und verwendet die Google Suchmaschine, werden mir hier dementsprechend dann ein paar Adressen angegeben. Wenn ich die Adresse aber schon weiß und nicht so und auf der Suchmaschine verzichten möchte, klicke ich hier rein, lösche die Adresszeile, gebe die vollständige Adresse ein. Und das funktioniert natürlich genauso gut beim Microsoft Edge, in welchem Browser auch immer, und natürlich dann auch hier im Google Chrome. Das heißt, wenn du einmal eine Adresse weißt, sie aber nicht in einer Suchmaschine sofort findest, dann kannst du hier oben dann dementsprechend dann die Adresse eingeben, mit Enter bestätigen und du bist dann auf der richtigen Webseite. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder in meinem nächsten Video.